Hallöchen, Popöchen! Ihr seid wieder bei World of Tanks am Start und da freue ich mich umso mehr, euch hier das Video von LuckyKid20, der mal wieder was eingeschickt hat, fleißig, der Junge, und zwar mit dem Fury zu zeigen. Der Fury ja immer mal wieder gerne am Start und eben dadurch, dass ich genau diesen Panzer in Bovington sehen durfte, habe ich dann natürlich auch vielleicht eine kleine Emotion mehr als zu den ein oder anderen Panzer. In Bovington gab es natürlich viele Panzer zu sehen, auch von Leoparden über, oh Gott, es war so viel, über natürlich Tiger 1, Königstiger oder sonstiges. Aber dieser Fury für den Film Herz aus Stahl, der kam ja aus Bovington und genau diesen Filmpanzer haben sie da gezeigt. Und deswegen zeige ich den einfach auch gerne. Nun hat er den ersten Hit setzen können auf den OI. Nochmal einen. Aber ich glaube auch gar nicht, dass er aufgeht. Also da hätte er eigentlich hier sich ordentlich austoben können mit dem OI. Aber er traut sich nicht, also er fährt hier natürlich zurück. Na, ist abgeprallt. Komm schon. Jetzt kommt er. Kommt der Hintern ein bisschen raus, aber der Winkel, der ist sehr spitz. Jetzt ist er wieder gerade, jetzt kommt er auch besser drauf. Und da fliegen schon die ersten Fetzen der zerstörten Panzer durch die Gegend praktisch. Und weil er sich denkt, naja, bevor ich nichts mehr bekomme, fahre ich jetzt doch mal vor. Und nun müsste er da was bekommen. Ja, da die Hellcat. Schuss 1, Schuss 2, Schuss 3. Jetzt guckt der VK auch auf ihn. Ne, der, ja doch, schaut auch auf ihn. Schießt allerdings nicht wirklich. Jetzt hat sich der hinter das Haus gerettet. Und er bleibt jetzt hier auch nicht lange stehen, weil wenn er jetzt da vorne fährt, kriegt er jetzt rechte Hand da den OI, beziehungsweise zumindest noch den Churchill. Ja. Und den kann er jetzt auch schön ins Heck geben. So, Churchill prallt ab. Na gut, jetzt kommt er mal durch. Oh, da kommt jetzt der VK rum. Jetzt hat er den VK getroffen. Nochmal, jetzt kriegt er hier gut was an Schaden raus. Einen Treffer kann er sich sogar noch erlauben, so gesehen. Und einen Kill natürlich auch. Den nimmt man auch immer ganz gern mit. Wenn er jetzt geradeaus weiterfährt, kriegt er rechte Hand den BDR rein. Na, Auto-Aim bringt ihn hier noch nicht viel. Der steht noch hinterhalb. Jetzt müsste er in den Reim bekommen. Genau, da ist er. Und der schießt mit Auto-Aim auf ihn drauf. So, BDR schön ins Haus geballert. Ah, jetzt muss er ihn wegmachen. Ja, jetzt nimmt die Grille den raus. Weil mit dem nächsten Schuss wäre er nämlich derjenige, der zerstört geworden wäre. Arti gibt es auch noch eine. Auf dem Weg ist er wohl. Ne, das macht erstmal den M4 weg. Scheint AFK zu sein. Ja. Da hat er sich gedacht, naja, bevor ich noch einen zweiten Schuss brauche, mache ich sicher mit dem Munitionslagertreffer. Auch okay. Vierter Kill. Drei Gegner sind noch da. Krieger ist also theoretisch noch machbar. Aber er sucht sich jetzt, muss er dem Turm erstmal ausweichen, er sucht sich jetzt die Arti, da ist es schon, die Grille. Auto M erster. Und der zweite wird dann, so wie der dritte, manuell gezielt. Jetzt hat er den fünften und einen noch für den Krieger. Zwei Panzer sind noch da, also durchaus machbar. Jetzt sucht er wohl den Chefi. Da ist er. Ja, ganz wichtig, dieser schnelle Schuss, weil sonst hätte ihn A gerammt, wäre da wahrscheinlich zerstört worden oder er hätte noch den Schuss abbekommen. Also von dem her, Krieger gemacht, sehr fein.
die Mauer muss weg, scheinbar. Der Stacheldraht da oben, der nervt den. Deswegen nimmt die ganze Mauer mit, wie sie ist. Den AT-8 kann er jetzt vielleicht auch noch ein bisschen beschießen. Ja, genau, oben drauf. Und kriegt er den Kill auch noch? Ja, den Kill kriegt er auch noch. Sehr fein. Ja, Fury fast so gut performt wie im Film, würde ich mal sagen. Auch wenn der Film ein bisschen unrealistisch zum Ende hin war. Aber ansonsten war das wirklich ein sehenswerter Hollywood-Blockbuster-Schinken mit Brad Pitt. Also für den ein oder anderen gemütlichen Fernsehabend nach dem Video kann ich den nur empfehlen. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, diese 3257 Damage-Runde hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da oder kommentiert auch, wie ihr den Film fandet. Würde mich auch mal interessieren. Deswegen bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.